Hallo liebe Campingfreunde, in diesem Video geht es um Diebstahlschutz für den Wohnwagen. Den optimalen Diebstahlschutz gibt es natürlich nicht. Also wenn ich so ein Ding klauen will, also ich jetzt nicht, aber wenn das jemand vorhat, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Aber wir wollen es erschweren. Ich würde euch als Deichselschloss oder besser gesagt für die Anti-Schlingerkupplung das Schloss Alco Safety Premium empfehlen, weil das wirklich stabil ist. Ich hatte vorher das normale Schloss. Das ist ja so ein bisschen blechig, sage ich mal. Ich meine, das kostet ein bisschen Geld, aber unser Wohnwagen ist uns doch lieb und den wollen wir auch schützen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar einfach hier vorne raufstecken, den dicken, schön massiven Bolzen hier durch. Und dann kann ich das Ganze hier vorne mittels Schlüssel einfach abschließen. Nanu, wo ist er denn? So. Zack, fertig. Und da kann nichts mehr. Das kriege ich auch nicht aufgehebelt. Das Praktische ist natürlich auch bei dem Schloss, wenn das Fahrzeug angekoppelt ist, dass ich hier auch das Schloss drauf haben kann. Gerade wichtig, wenn man im Urlaub unterwegs ist, sein ganzes Geraffel im Wohnwagen hat und auf dem Rastplatz steht und essen geht oder keine Ahnung. Der Wohnwagen ist fest. Dann möchte ich euch meine Radkralle zeigen. Ich habe die von Milenko. Leicht, schön geschützt und lässt sich auch wirklich gut ranmontieren. Einfach hier ran, hier auf den Bolzen. Sie geht nicht auf die Felge, sieht man ja hier, sondern eben auf den Reifen. Dann drehe ich die hier einfach fest. Und dann ist das auch fest. Dann gibt es die ja auch von Nemesis, schwören ja einige drauf. Ich bin der Meinung, die passt hier gar nicht an die Felgen von Knaus. Ich habe es versucht, entweder bin ich zu blöd oder es ging einfach nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, viel zu schwer, unhandlich, was für ein Panzer. Wenn man schnell ins Wochenende will, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, und zu guter Letzt habe ich hier noch eine GPS-Überwachung drin. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich euch nicht zeige, wie das Ganze genau funktioniert, wo der sitzt und wie ich den hier eingebaut habe. Ich denke, ihr habt vollstes Verständnis dafür. Wenn der ein oder andere den auch hat, möchte der sicherlich auch nicht, dass ich das zeige. Aber ihr könnt euch sicher sein, man hat vollste Überwachung per App und das ist wirklich eine geile Sache. Also, viele denken auch, ja, eine Vollkaskoversicherung reicht. Mir reicht es nicht, weil ich muss sagen, das ist meine Leidenschaft und mein zweites Zuhause oder unser zweites Zuhause. Sonst kriege ich wieder Ärger von meiner Frau. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz.